Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Replay of the Week. Heute mit dem Fufu34 vom Clan STB in seinem AMX 1390. Und wir mal gucken wir uns einfach mal gemeinsam an, warum dieses Replay gewonnen hat. Sordele, war die mit dem AMX 1390? Vom Matchmaking her ist das Asterbohne, muss man sagen. Denn es gibt drei Artis in seinem Team. Das bedeutet, man kann jede Menge spotten. Und er fährt hier auch sehr, sehr schön erstmal die Spotting-Runde, um zu gucken, ob hier eventuell was aufgeht, was dann vom eigenen Team beschossen werden kann. Das macht halt immer Sinn auf der Map, dass man da erstmal diese Kurve fährt. Fährt sich hier auch noch einmal zurück. Schöne. Macht dann Kornkreis. Ah, sehr herrlich. Ja, drei Artis auf jeden Fall immer gut für einen Scout. Ich weiß noch nicht, ob er seinen Panzer hier wirklich als Scout benutzt auf der Map oder jetzt als Sniper. Oh, da haben wir einen Panther, der steht ja schön da. Ist aber riskant hier an der Stelle. Er ist noch nicht aufgegangen, das ist gut. Dann kann er da ganz in Ruhe mit Auto-Aim in die Ketten bratzen. Ja gut, das hat nicht so gut funktioniert. Spielt hier sehr gut mit Auto-Aim. Hat nur APCR bei. Das muss man jetzt mal sagen. Wahrscheinlich, weil er das Ding missionstechnisch unterwegs ist. Das finde ich persönlich halt immer so. Muss nicht sein. Aber wenn man halt die Mission gerade macht, ja, wenn man zum Beispiel gerade an der letzten Scout-Mission oder so dran ist, wo man diesen Damage machen muss, um sie zu erfüllen, dann kann ich es voll verstehen, wenn man nur mit APCR spielt. Ich hoffe, er macht es nicht immer. Weiß ich allerdings nicht, ansonsten wird es auch ziemlich teuer mit dem Panzer. Nur APCR und alles Goldverbrauchsgüter. Oh, der 330. Eieieiei. Das haben wir noch nicht. War leider noch ein Reload gewesen. Aber der T30 fährt auch einfach weiter. Das ist dem sowas von Latz. Weiß gar nicht, wo der hin will. Aber Fufu fährt jetzt mit seinen Medium-Kameraden hier scheinbar zum Rudeln. Ja. Den T30 und den T44 da, den kann man sich ja zu dritt oder viert sehr, sehr gut wegholen. Muss man allerdings aufpassen, wenn man hier zu weit fährt, dann kann man auch von hinten beschossen werden. Ui, das war der erste Schuss, der daneben ging. Ah, der T30 ist auf jeden Fall ein bisschen verwirrt scheinbar. Ja, auch mit APCR muss man halt zielen. Da geht nicht jeder Schuss einfach nur so durch. Wenn man mit Auto-Aim spielt, dann muss man auch schon mal hier und da zielen. Oh, der in den T44 von hinten geht natürlich super. Es ist auch lustig, wie er hier diesen kleinen Stein immer versucht, so als Deckung zwischen sich und den Gegner zu bringen. Damit er halt in den Phasen, wo er gerade nicht schießt, wirklich nicht beschossen werden kann. Und jetzt im Reload haut er hier auch ab. Das macht ja auch Sinn, wenn man nicht schießen kann. Was soll man da noch rumeiern? So, ansonsten, wie sieht es aus? 5 zu 3. Oh, der AMX 30 brennt. Ja, ein bisschen vielleicht noch warten. Noch ist der Reload nicht fertig. Und ich glaube, so lange Reload hat der T30 auch nicht. Hey, das könnte knapp werden. So, nur aber vor. Das war ja mal ein krasser Auto-Aim-Schuss. Wo hat da denn den durchgeballert? Für mich sah das so aus, als ob das Fadenkreuz voll auf dem Turm wäre. Gute Entscheidung hier übrigens, nicht nochmal rauszufahren, um den Gegner da zu killen. Wäre in der jetzigen Situation einfach übertrieben. Da hatte ich gerade einen kleinen Lag, sorry. Aber das wäre in der Situation einfach übertrieben, den gegnerischen Panzer, den One-Shot da rauszunehmen und dafür 800 HP oder so zu fressen. Wäre halt einfach unnötig gewesen. Oh, da kommt man doch in den Turm. Da geht was. Ah. Ja, ich meine, der 1390 ist nicht so der genaueste. Aber dafür hat es gereicht. Ja. Schön durch den Stein durch. 9 zu 7 der Spielstand. Die Artis, ey, guckt euch das an. Die Artis haben auch schon 4 Kills insgesamt. Ist halt auch ein Traum, die Map für eine Arti, ne? Ist halt einfach ein Träumchen.
Ah, der AMX30 da hinten ist weg. Oh, 9 zu 9 auf einmal. Das könnte noch eine haarige Geschichte werden. Ah, der E75 ist One-Shot. Was macht denn der T54 da? Ah, okay, der holt ihn sich jetzt, denke ich mal. Der rammt den. Alter. Habt ihr das gesehen? Wie kann man denn mit einem T54 einen E75 rammen, der noch 70 HP hat? Er zieht sich halt selbst 470 Schaden rein, um den Kill safe zu machen. Alter, wie dämlich war das denn? General 59, 230. Alter Verwalter. Schön im 100 Tonnen Stahlungetüm schön in die Seite rammen. War sinnvoll. So, 10 zu 11. Hier hinten krabbelt noch irgendwo der Ruh rum. Ich weiß allerdings nicht. Da ist er. Da ist er. Oh, 720 HP. Alles klar, den kriegt er mit einem Magazin auf jeden Fall raus. Alter Schwede, der macht aber auch die Snapshots während der Fahrt hier mit Auto-Aim. Gute Besatzung auf jeden Fall, würde ich mal behaupten. Da hilft auch der Kaffee vielleicht. Ey, der trifft ja jeden Schuss im Auto. Der ist ja unglaublich. Der fährt einfach geradeaus und trifft mit Auto-Aim jeden Schuss. Ey, Fufu, was hast du da für eine Besatzung drauf? Fünfter Skill ready? Krasse Sache, ey. Oh, sehr gut übrigens hier in der Situation nicht da einfach rüber zu kurven, sondern quasi die Arti von hinten anzugehen, damit sie halt nicht weiß, von wo man kommt. Da, ja. Genau dafür war es halt gut. Ich wollte gerade sagen, das könnte noch mal knapp werden hier. Eieiei, ist aber schwer für die Arti. Also über die Düne kann sie nicht kommen, das wird nicht funktionieren. Ich würde erst mal ein bisschen Distance zwischen mich und die Arti bringen hier. Ey, die fährt jetzt nicht echt rüber, oder? Ja. Oh! Also da muss ich sagen, hat Fufu Scheiße gebaut. Da hätte der erste Schuss definitiv unten in die Ketten reingehen müssen, damit das Ding sich nicht mehr bewegen kann. Weil so wie das da gerade war, ja, war das einfach nur mega Luck. Das muss ich nochmal zurückspulen, sorry. So, die Arti, die verliert entweder die Geduld oder ich weiß nicht, was sie tut, aber sie will hier über die Düne fahren. Und Fufu realisiert das, fährt rückwärts und versucht scheinbar hier ihr den Weg nochmal so abzuschneiden. Aber jetzt kommt der Trick an der Sache. Wenn die Arti da rüber fährt, wir machen mal Pause gleich, zack. In dieser Situation, wenn die Arti hier rüber fährt, dann muss der Schuss hier unten in die Ketten gehen. Weil wenn der Schuss da von unten in die Ketten geht quasi, dann geht die Kette kaputt und der Panzer kriegt Schaden. Das ist so wie das erste Kettenrad ganz oft. Und wenn er das halt macht, dann ist der zweite Schuss halt safe und dann kann die Arti ihn nie im Leben killen. Stattdessen schießt er einfach unten rein, ja, einfach unten mittig rein, sodass die Arti hier noch Zeit hat, über den Berg zu fahren. Die brennt zwar, aber jetzt guckt euch das mal an. Ich verstehe gar nicht, wie der Schuss daneben gehen kann, ehrlich gesagt, weil das ist, wie kannst du da daneben schießen? Keine Ahnung, aber es hat funktioniert. Also das hätte auch gut und gerne anders ausgehen können, aber das Glück ist mit dem Tüchtigen. Möchte ich mal behaupten an der Stelle. So, nun haben wir noch eine ISO und einen IS-8. Die ISO könnte ihn glatt one-shotten, wenn sie mit HE schießt. Er ist halt noch im Nachladen, er kann der Arti gerade noch nicht helfen. Ah, okay, er weiß zumindest, wo beide Spieler sind. Beide sind da hinten drinne. Nicht gesehen, wie viele HP die noch haben, die Bros. Tja. Tja. Was nun? Was fährt da rückwärts? Will er jetzt in die Cap fahren? Also ich würde an seiner Stelle jetzt hier oben rauffahren, weil man von da eigentlich perfekte Sicht auf die eigene Base hat. Oder was heißt perfekte Sicht? Man hat halt Sicht auf die eigene Base. Und kann da sich relativ schnell wieder in Deckung fallen lassen. Beide sind auch in der Cap Zone drinne. Puh, das wird eine knappe Geschichte. Rein von der Zeit her wird das auch eine knappe Geschichte, glaube ich.
Tufu, was ist dein Plan? Da haben wir den IS-8. Den hat er gespottet. Und mit Auto-Aim beim IS-8 bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob man das machen sollte. Ja, okay, der ist zwei Jahre ein crazy Shot. Das war... Okay, bei der... Oh, die ISO schießt halt daneben. Kann mal funktionieren. Kassi, sieht er denn überhaupt, dass da kein Stein im Weg ist, ehrlich gesagt? Ich sehe da überhaupt nichts für sich, mit halt voll die Büsche dazwischen. Ich meine, klar, mit Auto-Aim kann man wissen, dass man in die Richtung schießt, aber... Der aimt doch irgendwo hin. Junge. Harte Geschichte. Oh, genau, der IS-8 trackt ihn halt. Okay. Die Magic Tracks eines AMX-1390, der ohne Munition dasteht und sich irgendwie in Sicherheit bringen muss, bevor der IS-8 ihn findet. Ich persönlich muss wirklich sagen, dass der gute Fufu hier mir ein bisschen viel mit Auto-Aim spielt. Gerade so auch auf Entfernungen, wo man halt ja, den Weak Spot treffen könnte, wenn man genau zielt. Finde ich, muss man das nicht mit Auto-Aim machen. Aber er hat es auf jeden Fall drauf mit dem Auto-Aim. Ich persönlich komme damit halt nicht so gut klar. Letztendlich gibt die Erfolgsrate ihm recht, würde ich mal behaupten. Aber gerade beim IS-8 hat man halt auch gesehen, wenn der halt frontal auf einen zukommt, dann kannst du halt nicht mit Auto-Aim draufschießen. Denn funktioniert es halt nicht. So. Neues Manöver. Eigentlich kann man an den IS-8 einfach ranfahren. Weil in der Zeit, wo der IS-8 halt schießt und nachlädt, müsste man eigentlich in der Lage sein, die drei Schuss unterzubringen, die man braucht, um ihn zu killen. Wenn ich mich nicht irre, waren es noch drei Schuss. Werden wir gleich sehen. Also zumindest im Nahkampf, wenn ich halt jetzt über die Düne hier komme, dann muss der ja auch erstmal aimen. Und dann müsste es eigentlich easy peasy sein. Oh! Wir sind bewegungsunfähig. Ich glaube, den Sprung haben wir alle schon mal hingelegt. Glück gehabt, dass der IS-8 gerade irgendwie nicht da ist, um ihn dafür zu punishen. Eieiei, was ist das für ein Gefecht hier am Ende? Ein bisschen spielen die beiden auch miteinander hier Fange spielen. Ja, wo ist der IS-8 denn hin? Ich glaube, ich würde einfach in die Cap fahren, ehrlich gesagt. Tja. Wo ist El Barto? Ich glaube, Fufu fährt auch einfach in die Cap. In die Cap hinter den Busch. Da muss der IS-8 ja rankommen. Da, wie ist der denn da so schnell hingekommen? Eieiei. Da kannst du echt, da solltest du nicht mit Auto-Aim... Da solltest du nicht mit Auto-Aim drauf schießen. Das ist so schwer da zu treffen. Da musst du halt so ein Glück haben. Eieiei, und der IS-8. Oh, der letzte. Was macht denn der IS-8? Was ist denn mit dem los? Also der IS-8 muss irgendwie ein Ammo-Rack haben oder so, weil Fufu konnte gerade sein komplettes Magazin... Ich glaube, der IS-8 hat nicht Amorek, sondern der IS-8 hat irgendwie Dyslexie oder sowas. Wo schießt denn der hin? Ich meine, kann natürlich auch sein, dass das irgendwie die Gun kaputt ist oder der Richtschütze tot oder was weiß ich was. War ja genug Arti dabei, die sowas machen kann. Aber so daneben holzen, dann geht's auch so. Ich hätte zweimal in die Luft geschossen und den mit der letzten Granate rausgenommen für die Mädel. Sodele, gucken wir uns das Gefechtsergebnis nochmal an. Meisterabzeichen sowieso. Großkaliber sowieso. Schläger, Spotter. Also diese kleinen Mistmedaillen, die brauchen wir uns nicht angucken. Aber wir haben über 5000 Damage, 1760 Basiserfahrung, 1000 Damage gespottet und vor allen Dingen eine sehr, sehr geile Fahrkunst hier mit dem Auto-Aim-Schüssen. Das war richtig stark gespielt, aber trotzdem als kleines Manko, wenn ich einem IS-8 vorne an der Front stehe, dann schieße ich nicht mit Auto-Aim, sondern versuche mir wirklich die Spots rauszusuchen, weil wie man gesehen hat, ansonsten
gehen da die Schüsse halt einfach nur sehr schwer durch. Ansonsten hammermäßige Runde, Fufu. Danke dir fürs Einsenden, bedanke mich bei euch fürs Zugucken und dann sehen wir uns mit den schweren Panzern hoffentlich wieder. Man weiß es noch nicht, aber Replay of the Week geht weiter. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.